Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Frank Höfer, wir kennen ihn schon aus einer früheren AZK-Versammlung. Er ist Filmemacher. Er hat uns damals den Film Unter falscher Flagge präsentiert, ein wirklich unglaublich beeindruckendes Werk. Frank Höfer hat in der Zeit von 2001 bis 2004 eine Ausbildung als Cutter bei ARD absolviert. 2007 hat er die Filmproduktion Nuoviso gegründet. Und heute stellt er uns seinen neuesten Film, Summ mir das Lied vom Tod, in einer 30-minütigen Kurzfassung vor. Also der Film ist länger, wir sehen nur einen Ausschnitt daraus. Thematik ist dabei das Bienensterben. Du darfst bitte nach oben kommen. Frank Höfer hat auch zwei Büchertische mitgebracht, an dem zwei Begleiter zur Verfügung stehen. Auch seine übrigen Filme, Kriegsversprechen oder Die neue Weltordnung oder Epos Dei liegen dort auf. Zur Einführung möchtest du noch 5 Minuten was sagen. Oder wie du willst, so lange wie du brauchst. Also, vielen Dank, Ivo. Und ich möchte im Namen aller hier in diesem Raum nochmal ganz herzlichen Dank sagen für die Ermöglichung solcher Kongresse. In Deutschland sind wir da noch ein Stück weit von entfernt, zumindest in diesen Dimensionen. Und ich, wie gesagt, stehe zum zweiten Mal jetzt hier auf der Bühne, deswegen vielleicht auch ein bisschen lockerer als vor 2,5 Jahren. Vielen Dank an alle, die hierher gekommen sind und besonders vielen Dank an dich und euch und alle Organisatoren, die das hier kostenlos ermöglichen. Ja, das muss man ja mal erwähnen. Ja, also mein Name ist Frank Höfer, ich bin 29 Jahre alt, Sie können mir also getrost alles glauben. Nuoviso Filmproduktion, ja, ist, denke ich mal, mittlerweile dafür bekannt, dass wir ein paar Themen ansprechen, die im Mainstream zwar nicht unbedingt unterdrückt, aber völlig anders dargestellt werden, als, ja, sage ich jetzt mal, es unsere Rechercheergebnisse zulassen. So, Unter falscher Flagge wurde schon erwähnt, lief hier, das war so einer dieser Wahrheiten, die wir angesprochen haben. Und heute präsentiere ich den Film Summ mir das Lied vom Tod. Es geht um das Bienensterben, wie schon erwähnt. Ja, und ich habe mich in letzter Zeit, also im Vorfeld auch zu den Dreharbeiten, zu den Filmen mit Leuten unterhalten, wie die denn das eigentlich sehen mit den Team, mit den Bienensterben. Ja, haben wir schon mal von gehört. Wird ja auch jährlich drüber berichtet. Und in der Zeitung ist dann irgendwie zu lesen, ja, könnte Mobilfunk dafür verantwortlich sein oder allgemeine Umweltverschmutzung. Pestizide sind vielleicht auch nicht ganz unschuldig. Aber hauptsächlich ist der Krankheitserreger, die Varroamilbe, dafür verantwortlich, die im Übrigen die Bienenzüchter selbst vor knapp 40 Jahren nach Deutschland eingeschleppt hatten durch ihre Kreuzungsversuche, was alles mächtig schief ging. Ja, und so ist jetzt eben die Situation, dass wir ein Bienensterben weltweit registrieren. Wir jedes Jahr in der Zeitung dazu lesen können, dass die Varroamilbe dafür verantwortlich ist. Und ja, damit ist das Thema dann eigentlich auch schon abgehakt. Es bekommt einfach nicht den Raum, den es eigentlich bräuchte. Denn, und das habe ich in den vielen Gesprächen, die ich im Vorfeld mit X und Y hatte, festgestellt, die Leute sind sich überhaupt gar nicht darüber bewusst, was es eigentlich bedeutet, dass wir ein zunehmendes Bienensterben haben. Wir haben es in den letzten 500 Jahren sowieso schon geschafft durch die Waldrodung und in den letzten wenigen Jahrzehnten eben noch durch zusätzliche Agrogifte und Umweltverschmutzung die Bienen zu größtenteils auszurotten weltweit. Die paar Bienchen, die wir jetzt noch haben, ja, wo wir... Oder beziehungsweise haben die Leute, die ich gefragt habe, was sie denn jetzt davon halten, dass die Bienen sterben, gesagt, naja, da gibt es halt keinen Honig mehr. Es ist schön, den Vorredner Jörg Bergstedt gehabt zu haben, der das Amt BVL, das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, ihn schon vorgestellt hat. Denn das ist eine wunderbare Überleitung. In dem Film geht es nämlich auch darum, wie das BVL sozusagen durch von größtenteils auch der Chemieindustrie finanzierten Bienenmonitoring, also das sind die, die seit Jahren überwachen und untersuchen, warum denn jetzt die Bienen sterben und die dann feststellen, das sind die Varroamilben und so, und die kommen auch zu keinen anderen Ergebnissen. Erst recht hat natürlich die Agrochemie da wenig mit zu tun. Wird ja auch immer veröffentlicht jedes Jahr in den Berichten, kann dann jeder nachlesen, die Varroamilbe ist dran schuld. Und ich dachte mir,
Schauen wir doch einfach mal, was die Imker selber dazu sagen, und habe einfach angeboten, im Internet einen Film dazu zu machen. Und der sollte mit einem Sponsoring finanziert werden. Und ich wollte einfach gucken, ob sich überhaupt Leute dafür bewegen lassen und so weiter. Letztlich ist der Film zustande gekommen. Es gab also genügend Sponsoren. Und das Interessante davon ist, dass 80% dieser Sponsoren irgendwas mit Bienen, Imkerei oder sonst irgendwas zu tun hatten. Und da dachte ich mir, da gibt es bestimmt noch irgendeine andere Wahrheit. Und ja, mittlerweile ist es auch nicht mehr ganz so neu. Diese Informationen, die sind schon ein, zwei Jahre alt. Es geht um Saatgutbeize, nämlich das von Bayer Crop Science und anderen Chemie-Giganten, Wundermittel, ja, gegen Insekten. Man hat ein neues Insektizid erfunden, die Saatgutbeize. Man muss dann auch nicht mehr in die offene Blüte mit dem Flugzeug drüber fliegen und spritzen, sondern das Saatkorn wird jetzt, bevor es ausgesät wird, vergiftet. Das sieht dann auch richtig giftig aus. Da kommt so eine rosa Lackbeizung drumherum. Und ja, das wächst dann sozusagen mit der Pflanze mit, hat sehr viele praktische Vorteile in der Landwirtschaft. Man muss, wie gesagt, nicht so viel sprühen. Jeder Hase, der da reinbeißt, ist sofort tot. Was will man eigentlich mehr, wenn man eine Monokultur züchten will? Und ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Wir bekommen eine 30-minütige Version des Films zu sehen. Da geht eigentlich ein bisschen was über 60 Minuten. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie, ja, später nochmal irgendwie vielleicht die DVD erwerben, wenn Sie da mehr wissen wollen. Der Film steht auch kostenlos auf YouTube, Summ mir das Lied vom Tod. Wäre schön, wenn Sie es anklicken und mag ich anwählen, dadurch rückt der Film nämlich höher in den Listen. Bis heute haben den, obwohl er kostenlos im Internet steht, sehr, sehr, sehr wenige Menschen gesehen, was mir einfach zeigt, dass außer die Imker, die den Film letztlich irgendwie mitgesponsert haben, sich über das Problem eigentlich gar niemand bewusst ist. Und ich sage jetzt einfach mal Film ab und stehe dann später noch für Fragen am Büchertisch bereit. Dankeschön. Herzlichen Dank, Frank Höfer, für diese Vorstellung deines neuen Filmes. Sehr beeindruckend. Es ist auch ermutigend, wie heute am ganzen Tag diese sehr ernsten Themen doch immer wieder auch mit Humor verbunden wurden. Jetzt auch gerade wieder dieser letzte Ausspruch. Ich denke, man wird schwermütig, depressiv, wenn nicht immer wieder die Dinge auch auf die humorvolle Art gebracht werden. Aber wir vergessen sie deshalb nicht. Danke nochmal für diesen Beitrag. Mein Herzensanliegen, mein persönliches, ist es noch, dieses Buch als Ergänzung zu diesem Film zu empfehlen. Ich weiß nicht, ob das noch kommt. Ich habe den ganzen Film nicht gesehen. Aber Klaus Weber, das hat über Mobilfunk, die verschwiegene Gefahr, ein Kapitel drin über Bienensterben. Hier wird also bewiesen, dass da zumindest eine Synergie stattfindet. Ich war selber Mobilfunk geschädigt, ohne es zu wissen. Ich konnte kaum mehr als eine Stunde arbeiten, ohne mich 10 Minuten hinzulegen. Ich konnte noch 2 Stunden schlafen in der Nacht. Ich verlor ständig beim Arbeiten die Konzentration. Ich hatte Orientierungsschwierigkeiten. Und als ich durch die ACK, die erste, aufgeklärt wurde, wie der Mobilfunk wirkt, ich sah all die Symptome, habe ich mich davon abgeschottet, abgedichtet, das Haus. Ich kann heute wieder 12 Stunden arbeiten, ich habe meine Orientierung wieder, ich kann ganze Konferenztage wie heute bestreiten. Also wenn wir Menschen die Orientierung verlieren, wie viel mehr die Bienen? Also ich denke, das ist ein wichtiges Standbein, dieses Büchlein, diese Broschüre könnt ihr bei unserem Büchertisch kostenfrei, unentgeltlich mitnehmen. Ich finde das ganz eine wichtige Ergänzung, das sind Synergien. Das eine fördert die Empfindlichkeit des anderen. Je mehr Mobilfunkstrahlung, desto weniger Abwehrfähigkeit, Gifte zu verarbeiten und umgekehrt. Ich denke, das sind Synergien und wir zeigen einfach diese Beiträge, wie wichtig es ist, dass wir jetzt endlich etwas tun. Es muss etwas ändern.